haben wir so geschrieben, bitte sperrt den Call nicht, ja. Wir haben jetzt 39 Personen in der Gruppe, 31 sind drin, ein paar schauen das zusammen. Deswegen, von daher, müssen wir den Call sperren. Wir haben fast alle P1Ks auf diesem Call, ja, Meisterleistung. Erstmal eine 1 in den Chat für dich, eine 1 in den Chat, dass du diesen Call promotet hast. Wir sind fast vollständig. Aber wie gesagt, lass uns direkt beginnen. Und zwar, heute geht es um einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt vom P1Ks zu P2K. Und dazu will ich dir mal erstmal meine Geschichte erzählen, ja, wie es bei mir damals gewesen ist vom P1K zu P6K, was für ein Werdegang ich damals an sich hatte. Ich will auch damit an sich, Markus, wenn ich das überhaupt schaffe. Markus, gucken, warte, Markus, das ist besser. Markus, eine Sekunde, ob ich das überhaupt schaffe, es euch zu zeigen, wie meine Geschichte damals war. Oder mal kurz, das war easy. Genau, und zwar, ich will euch ganz, ganz kurz meine Geschichte erzählen, ja, zum P6 zu P1K, was für einen Kampf ich damals hatte, ja. Erstmal, wie groß dieser P1K für mich damals war, okay, und wie groß auch damals auch dann diesen P2K auch für mich auch gestern war. Guck mal, viele, die es auch gestern gesehen haben, ich habe, war mal kurz, 2020 gerade. Boah, es war echt ein Kampf, oder? Ein Kampf, warte. 15.000, das war schon eine gute Nacht gestern. genau, hier. So, ich teile mal ganz, ganz kurz meinen Bildschirm. So, und zwar ganz, ganz kurz, wie es damals bei mir gewesen ist. Ja, ich habe damals, wie gesagt, am ersten, genau vor drei Jahren, habe ich damals den P6 aufgebaut, habe ich damals den P6 gemacht. Und der P6 zu P1K war damals ein riesen Kampf. Merkt ihr mal kurz den Datum. Wir haben gerade den 2.9.2019, okay? So, da habe ich den P6 gemacht. Und damaligen Verhältnisse war es auch eigentlich eine Meisterleistung. Das heißt, P6 kam zu rechnen wie ein P2, ja. Hab dann, wie gesagt, den P6 gekämpft, ich habe gekämpft. Und jetzt kommt's, gekämpft, ja. Hier, am 14.10. war ich genau ungefähr 1200 Volumen vom P1 entfernt. Am 14.10.2019, jetzt schaut weiter. Ich habe weiter gekämpft. Also ich habe vom P6 wie ein Jahr lang gelebt sowieso. Gekämpft. P1-50 dann P6. Obwohl, wie gesagt, mit 4K Volumen P1-50 ist auch eine Meisterleistung. Gekämpft. Ihr seht gerade. Achte mal kurz auf das Volumen. Ihr seht. Gekämpft. So, jetzt kommt's. Da habe ich den P1K, wie gesagt, ich war Oktober kurz davor. Ich habe aber den P1K erst am Mai, Juni damals gemacht, okay? Das heißt, 8 Monate lang kurz vorm P1K. So, dann ging es weiter. Es war nur kurz gehalten, ein paar Tage. Also für mich war diese Ranks gehittet, aber nicht gehalten. Checkst, ich habe den Rank ganz kurz gehittet. Dann war ich eigentlich auch P6. Weiter gekämpft. Kampf. Hab noch einmal kurz am 10., also wieder nach 4 Monaten, habe ich dann den P1K wieder einmal im Backoffice gehabt, natürlich am Montag nicht. Weitergekämpft. Mit 12.000 Volumen, ne? P6. Gekämpft. So, da am 9.11., da habe ich den P1K gemacht, meiner Meinung nach. Ist also, wir reden von P6 zu P1K, ein Jahr lang Kampf, okay? So, zumindest, was heißt ein Jahr lang? Das waren fast 13, 14 Monate Kampf. So, und ab dem Punkt, Freunde, ab dem Punkt habe ich die andere Seite vom Erfolg für mich kennengelernt. Ab dem Punkt war die Zeit, wo wir das Mastermind-Prinzip
wir haben schon davor gekannt, aber verstanden haben. Es war an dem Punkt, wo wir Frequenzen, Wahrnehmung auf einmal gesagt haben, wo wir auf einmal das Geschäft mit Glaube aufgebaut haben. Jetzt achte mal, den 11.9., wie gesagt, da habe ich den P1K gemacht, weil davor war es ja nicht gemacht. So, jetzt achte mal. 11.9. habe ich den P1K gemacht, okay? So, wir gehen mal ganz kurz weiter, weiter, weiter. Nach ungefähr anderthalb Monaten habe ich den P2K gemacht. Wie gesagt, ich habe die andere Seite vom Erfolg für mich kennengelernt. Wir gehen weiter, 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 weiter. Natürlich P1K, P2K war auch Kampf, war nur für Dubai. Dann Kampf, 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 Kampf. Da war ich in meinem Flow. Das war die ersten 90 Tage, die ich damals, das war ein 90 Tage, was mein Leben verändert. Das waren diese 90 Tage von nach Dubai, ja, weil ich hatte Volumen von 10.000, kürzeste Zeit, 30, 40 Kilo gekämpft, Kampf, Kampf, Kampf. So, P5K dann gemacht, ungefähr nach Januar, es war ungefähr nach roundabout 90 Tagen. Wie gesagt, November P1K bestätigt, April P5K gemacht. Das war auch natürlich ein Kampf, aber P5K habe ich eigentlich recht gut gehalten eigentlich. P5K gemacht, das war auch die Zeit, wo ich auch gemerkt habe, ich sage dir, wie es ist. Ich habe schon alles probiert. Ich war auch bei PSV-Volumen 3K, 4K, habe alles schon gemacht, wo ich dann gemerkt habe, im Leadership geht es nur nicht zum Sein. Da habe ich gemerkt, es gibt Leute auch aufzubauen. Ja, dann ging der Kampf los, ja, gekämpft, 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 gekämpft. Wenn ihr so schaut, vielleicht aufs Volumen, ungefähr roundabout, hier Kampf, 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 Kampf. So ungefähr Richtung Sommer war ich eigentlich nur 10.000 bis 15.000 Volumen vom Chairman 10, also Richtung Sommer, also ungefähr. Es war Sommer 2021, war nicht mal viel. Dann Kampf, 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 natürlich Kampf, 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 Kampf. Volumen aufgebaut, wie gesagt, Chairman 10 Volumen war ich erst dann Kampf, 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 am 11.12. habe ich den Chairman 10 gemacht. So, aber im Endeffekt, als ich den P1K gemacht habe, habe ich gleichzeitig meinen Chairman 10 schon gebaut. Das ist das, was ich dir damit zeigen möchte. Wie wichtig dieser Rank P1K ist. Das heißt, erst ab P1K ging mein Business. Das heißt, theoretisch habe ich vom P1K zu Chairman 10 roundabout ein Jahr gebraucht, weil ich davor, wie gesagt, erst im Mai einen Tag gibt es, aber im November erst gehalten. So, wieso ich euch das Ganze zeige, ist nur, wenn du auf diesem Call bist, musst du checken, dass du an sich schon alles schon hast, gerade um ein Fundament zu haben, um Six Figures zu gehen. Okay? Jetzt kommt es aber. Ab P1K zerreißt es sehr, sehr, sehr viele Personen. Viele Leader quitten ab P1K. Viele Personen sagen ab P1K Sachen wie, ich möchte nur traden. Viele Personen sagen ab P1K Sachen wie, ich muss eine Pause machen. Viele Leute ab P1K fangen sie an, sich an sich zu zweifeln und dann fangen sie auch gleichzeitig an, das System zu zweifeln, an deren Upline zu zweifeln und dann geben die das System die Schuld, obwohl sie eigentlich als erstes an sich gezweifelt haben. Das heißt, dieser Rank ist ein extrem, extrem wichtiger Rank, weil für mich, wenn du P2 bist, bist du schon ein Leader. Aber P1K ist der Prüfung. Bist du jetzt ein Leader oder bist du kein Leader? Und solche Calls wie jetzt, ob du auf diesem Call pünktlich erscheinst. Zum Beispiel, wir waren gestern mit 5 Uhr morgens mit Richard und deinen Kollegen, ein paar Millionären, ein paar Kollegen aus Dubai, waren feiern, waren chillen, Mastermind. Trotzdem war ich um 9 Uhr wach, habe meine Routine gemacht, habe meine Gebete gemacht, habe mein Fitness gemacht und habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, ab P1K, an diesem Rang kann man extrem viel falsch machen. Wieso? Wieso kann man extrem viel falsch machen? Weil ab P1K passiert eine Sache. Wer das Buch, wie man Freunde gewinnt, gelesen hat, sollte merken, Dale Carnegie sagt nur eine Sache. Es gibt eine Sache, was Menschen immer danach streben. Menschen streben immer nach einer Sache. Schreib mal kurz in den Chat, wenn du weißt, was es ist. Anerkennung, danke, Sulamit. Und auch an alle, die es schon gecheckt haben. Anerkennung. Und ab P1K, man sagt es ja, ab P1K bei uns in unserer Struktur zumindest bekommst du deinen eigenen Flyer, wie du es haben möchtest. Das heißt, man sagt, deine Persönlichkeit wird gelauncht. Ab P1K. Du fängst an, Ruhm zu bekommen. Du hast auf einmal Anerkennung.
Du hast auf einmal die Art und Weise, wie du hast auf einmal Leute sehen zu dir hoch. Leute schreiben dir. Und viele kommen damit gar nicht klar. Viele fangen an, ab dem Punkt, wo die Ruhm bekommen, was machen die? Die fangen an, auch die Ableist nicht mehr zu hören. Die fangen an, das Schlimmste sogar, die fangen an, Uplines zu überspringen. Das ist das Schlimmste. Die fangen an, nicht mehr auf deren P2s Uplines zu hören oder nicht mehr auf, zum Beispiel, Thiago ist meine Upline bis jetzt noch, wenn er mir Sachen gibt, bis jetzt, ich setze es um wie ein P150. Ich habe ihn nie gesehen, ob er P1 oder P2 ist. Ich habe gesehen, diese Person, der mich eingearbeitet hat, es gab einen Grund, warum er mich eingearbeitet hat, richtig? Das heißt, ab P1K fangen die Leute an, Uplines zu überspringen. Die fangen an, nur noch auf die Chairman Tens Upline zu hören und nur noch den Chairman Tens Upline anzurufen. Dann passiert eine Sache. Der erste Punkt, du bist nicht dankbar. Der zweite Punkt, du bist nicht humble. Und der dritte Punkt, deine Upline, P2-Upline, wird nicht wachsen können, weil deine P2-Upline wird erst dann wachsen können, ja, wenn die Leader auf P1, P6 in Fragen stellen, wenn er Probleme löst. Wenn deine P2-Upline nicht in der Lage ist, Probleme zu lösen, weil du bei jedem Problem deine Uplines überspringst, wirst du merken, dass auch dein Team gleichzeitig weniger Mehrwert bekommt. Das heißt, das sind eine der größten Fehler, was P1s machen. Und dann fangen Sachen wie, die fangen an, jetzt kommt's, die fangen an, mit Phase 1 aufzuhören. Die fangen an, Sachen zu sagen wie, ich baue den P150, den P6, den Turn für dann bin ich P2. Die fangen an, die fangen an zu erwarten, dass von anderen mehr gemacht wird als sich. Die fangen an, deren Businesskosten zu sparen, weil sie das Geld für Flex, für unnötige Sachen ausgeben. Die fangen an, jetzt kommt's, die fangen an, nicht mehr dem Blueprint zu folgen. Fangen an, Movements zu machen, fangen an, dir ein eigenes Ding zu machen, fangen an, irgendwelche Trading-Gruppen zu eröffnen. Das heißt, ab P1K, das ist dieser Punkt, in dem Punkt, wo du aktuell bist, bete an Gott, wenn Gott dich liebt, dass du so schnell wie möglich P2 geht. Weil dieser Rank, wo du aktuell bist, ist ein Rank, wo du nur Prüfungen hast. Nur. Job mal eine einzelne Chat, wenn du bestätigst, dass du ab P1K nur Prüfungen hast. Du hast Prüfungen privat, du hast Prüfungen von deinem Team. Und jetzt kommt's. Das Schlimmste ist nur, ich habe auch letztens mit Selina auch darüber gesprochen, du warst ja davor P6, P150. Du hattest 10, 15 Teampartner auf einmal, okay? Auf einmal bist du P1000. Und dann, wenn du P1000 bist, auf einmal hast du 30, 40 Teampartner, davon sind vielleicht 80% Kunden, die müssen eingearbeitet werden, die brauchen ab und zu Trading-Konten, die haben Probleme, was gelöst werden müssen. Du hast noch 3, 4, 5 Personen, mit denen du aktuell networken, die auch gelauncht werden müssen, die Follow-ups brauchen, die precise. Es kommt so viel auf dich zu. Wenn du das nicht handelst, wirst es nichts mit dem P2. Deswegen in diesem Call will ich nur die Punkte geben, wie du auf diesen P1K, ich würde nicht sagen, diese P1K-Prüfung rauskommst, weil ab P1K ist eigentlich nur ein paar Sachen, auf was du beachten musst, damit du den P2 machst. Wie gesagt, als ich meinen Klick-Moment gehabt habe, Freunde, ich war 2 Jahre lang nicht mal P1K. Ich habe meinen Klick gehabt, dann war ich nach 30 Tagen P2, danach hatten wir dann ungefähr nach 90 Tagen P5 aufgebaut und dann nach 6 Monaten den Chairman. Safe. Bei Joshua genauso und bei Irfan 90 Tage P2 zu Chairman 10. Wie gesagt, und alles ist nur dieser P1K. Afsun Mustafa ebenso. Wenn du aus dieser P1K raus bist, dann erst fängt dein Business an. Das heißt, du bist gerade in der Prüfungsphase. Du bist gerade in der Prüfungsphase und ich helfe dir jetzt gerade, gebe dir ein paar Punkte mit, okay, wie du diesen P2K die nächsten bis Zürich machen kannst, weil jeder hier, der P1K im Backoffice bestätigt hat, bis Zürich sollte nichts dagegen sprechen, dass du P2 bist. Nichts. Nichts dagegen sprechen. Das heißt, lass uns mal ganz, ganz kurz beginnen, Freunde. Und zwar der First Point. Oh mein Gott, ich brauche Wasser. Eine Sekunde. Das ist leer. Eine Sekunde.
So. Oh. Gerade einfach was Topless. Kennt ihr das, wenn einfach nichts rauskommt, so, du merkst, sie ist einfach trocken? So, easy. Und zwar, der first point, was du halt checken musst, ab B1K, schreib dir das bitte groß auf, weil ich werde bewusst langsam sprechen, in deiner Sprache sprechen, weil das sind sehr, sehr wichtige Themen. Du hast bis dato noch kein Team. Nochmal, du hast bis jetzt, du hast vielleicht ein paar zusammengewürfelte Leute, die gerade jeden Monat den Service zahlen, die eine Vision haben, Six Figures zu gehen, Chairman zu gehen. Du hast ein paar Personen, die ab und zu Gas geben, ab und zu nicht. Erster Punkt, was du checken musst, du hast bis jetzt noch kein Team. Bis jetzt hast du noch kein Team. Der zweite Punkt ist nur, du musst nur checken, wer die Kunden sind und wer die Leute sind, mit denen du aufbaust. Das musst du identifizieren, wirklich. Wer sind die Kunden, die wirklich to and free gehen sollen, die wirklich die Produkte nutzen? Und wer denn die Person, mit dem du aufbaust? Und Leute denken oft, dass viele Personen aufbauen wollen. Solche sagen von P1 zu P2K, was du brauchst? 2-3 Personen, die richtig networken. Mehr brauchst du nicht. Lieber 2-3, die richtig networken, als 10, die nur ein bisschen networken, richtig? Lieber 2-3, wo du die richtig aufbaust, dass die auf P1K gehen, statt 10, die nicht die Entscheidung so getroffen haben. Wenn die Leute nicht die Entscheidung so getroffen haben, sollen die Customer bleiben. Aber Network Marketing in diese Branche Fuß zu fassen, meiner Meinung nach, muss man es sich verdienen. Meiner Meinung nach muss man die Entscheidung getroffen haben, muss man auch in der Lage sein, das Ganze langfristig aufzunehmen. Das heißt, du brauchst nicht 5, 6, 8, 10 Networker. Du brauchst nur 2 bis 3 bis 4, die richtig aufbauen, die auf tagtägliche Basis die Informationen rausgeben, mit denen du eng arbeitest. Das brauchst du für dein P2. Schreib dir erstmal das groß auf. Das brauchst du für dein P2. Das heißt, P1K musst du checken, das halbe Fundament ist schon gelegt. Das halbe Fundament ist schon gelegt, weil ich sag mal so, in dem Rank wie P1K, das kann jeder packen, meiner Meinung nach, guck mal, jeder, der auf seine Uplines hört, jeder, der Phase 1 kann, jeder, der Dreierkurs vereinbaren kann, jeder, der, sag ich mal, in der Lage ist, Leute in das System reinzuplanen, jeder, der sich dafür interessiert, Menschen kennenzulernen, Leute persönlich aufzubauen, geht P1K. Aber zu P1K, zu P2, da sind ganz andere Spielregeln. Man sagt, von 0 zu P1K ist immer die Frage, ist immer nur verkaufen. Verkauf nur das Business und verkauf dich. Verkauf das Business, verkauf dich, verkauf deine Vision und mach Termine. Von P2 zu P5 ist die Frage, wie viele Spieler hast du, die mitspielen? Ich meine, von P1 zu P2 ist die Frage, wie viele Spieler hast du, die auf tagtäglicher Basis die Informationen rausgeben, die mit neuen Menschen sprechen, die Termine machen? Und von P2 zu P5 ist die Frage, wie gut sind deine Spieler? Da kannst du hunderte Spieler haben, wenn die nicht in der Lage sind, wenn die nicht in der Lage sind, mit Qualität aufzubauen, vielleicht das Geschäft aufzubauen, dann wirst du nichts mit dem P2. Damit du auch schon mal weißt, wenn du schon P2 bist. Das heißt, in diesem Rank bleiben viele stecken, sehr, sehr viele stecken. Das ist so wie ein Riesenmauer, wo nur einen kleinen Eingang es gibt. Und diesen Eingang musst du finden. Aber das kannst du nur finden, indem du eine Sache machst, indem du checkst ab P1 zu P2. Du kannst über den P2, du kannst so weitermachen, den P2 aufbauen, aber ab P1 sollst du dich beschäftigen, mit dir zu beschäftigen. Das ist der Rank, wo es extrem wichtig ist, wo du ungefähr weißt, wer bist du wirklich. Wer bist du wirklich? Ja, erstmal, ja, wer bist du? Wo willst du wirklich eigentlich hin im Leben? Was sind deine Schwächen? Was sind deine Stärken? Jetzt kommst, die Schwächen minimieren, die Stärken maximieren. Die Stärken minimieren, die Schwächen so klein machen, wie es nur geht, und die Stärken maximieren. So, das heißt, weil in diesem Rank fangen viele an zu delegieren, weil die Autorität bekommen. Die fangen an, Sachen zu sagen wie, wir haben hier um 14 Uhr P50 Call. Ich rushe ein bisschen, aber der Call wird ungefähr noch 40 Minuten dauern, damit ich schon mal es einplanen. Okay? So, wie gesagt, die fangen an, Sachen zu sagen wie, mach das, mach Phase 1, aber sind selber nicht in Phase 1. Die fangen an, Sachen zu sagen wie, reaktiviere sich nicht, aber sind selber nicht aktiv. Und ich sagte, wie es ist, habe ich letztens im P6-Call gesagt, es gibt ein gesetztes Gleichgewicht, das, was du gibst, bekommst du. Wenn du von anderen Menschen Sachen erwartest, was du selber nicht tust,
wirst du sehen, dann wirst du genau in demselben Punkt kommen. Das heißt, auch P1 ist eine Sache wichtig. Weil wie gesagt, P1 ist extrem. Ich sag dir, für mich ist P1 zu P2 ein Rank mit sehr, sehr viel Herausforderungen. Deswegen verstehe ich auch euch alle. Ich verstehe es euch, wenn ihr manchmal kaputt seid, wenn ihr manchmal nicht Zeit habt. Da ist eine Sache wichtig. Jetzt kommt's. Du brauchst Käfig. Du kannst nicht da mal arbeiten, unterwegs sein. Vom P1 zu P2 will ich immer denselben Hintergrund bei dir sehen. Du brauchst Käfig. Du musst dich hinsetzen können, um zu arbeiten. Warum musst du arbeiten? Weil du sehr viel zu tun hast. Du hast erstmal keinen Leader vielleicht, nur fast alles noch alleine machen. Du musst noch die Leute fast selber noch einarbeiten. Ich habe bis P5 keine Leute fast persönlich noch eingearbeitet, Papa. Ich habe fast bis P5K fast noch alles gemacht. Ich könnte Joshua fragen. Joshua, komm mal kurz her. Wie waren meine Montage damals? Joshua, es gibt ein paar, die hatten Angst vor P2P5. Wie waren meine Montage? Meine Montage waren nicht dupli. Ich komme zu ihnen nach Hause in Kreuz. Ich wollte zu ihnen kommen, nur um ihn zu sprechen. Aber nur Kreuz. Und man dachte sich, Bruder, das kannst du nicht so weitermachen. Das hat gar keinen Sinn. Diese Montage waren nicht duplizierbar. Das war ein Kampf. Ich habe gekämpft mit Zoom-Call, Freunde. Ich rede nicht diese, ja, wie es Joshua sagt, dein wenig ist mein viel. Ich nenne mich bewusst McHaster, weil ich so dumm war und gehasst habe wie ein Behinderter. Ich rede von ab 10 Uhr Calls bis 2 Uhr morgens, konstant Calls. Frag mal einen Kamal, Leute, damals in meiner Wohnung war, auch in Überseestadt. Ich hab einen Käfig gehabt, Freunde. Um mich herum waren nur Affirmationen. Ich weiß noch, ob ich noch Bild von meinem Zimmer habe. Wenn ich es noch habe, ich werde es gleich in die Gruppe packen. Um mich herum, ich hatte meinen Käfig, um mich herum waren nur Affirmationen, Bilder, Gesetze der hier, 48 Gesetze der Markt hier, wie man Freunde gewinnt, überall Nuggets. Ich war vom Erfolg umgeben. Das war sogar so deep, dass ich vom P1 zu P2 meine, ich war so dreist, ich musste meine Wohnung abgeben, weil ich kein Geld mehr hatte. Ja, ihr habt ja gesehen, wie soll ich denn Geld verdienen, wenn ich fast nur P6 war, musste meine Wohnung abgeben, habe mich in meinem Kinderzimmer von meinem kleinen Bruder eingezogen. Am ersten Tag habe ich mir ein Schloss besorgt, habe ich mein Zimmer zugemacht. Und so weit, dass sogar mein Vater sogar gedacht hat, was ist mit dem Jungen los? Die dachten, ich wäre verrückt. Bedenken bis jetzt noch, aber die dachten, ich wäre verrückt. Wieso? Weil ich so sehr in diesem Loch war, weil P1 zu P2 ist eine Sache wichtig. Jetzt kommt's. Konzentration. Konzentration, Freunde. Wieso ich sogar bewusst es betone, ist nur, wenn du ab P1 zu P2 eine gute Sache machst, bekommst du einen Step weiter. Du wirst einmal belohnt. Du bekommst ein Credit, ein Coin, so wie im Spiel, ein Guthaben. Jetzt kommst du. Wenn du einen Fehler machst, wirst du dreimal zurückgeworfen. Nochmal, wenn du eine gute Sache machst, bekommst du einmal Belohnung. Wenn du eine Sache verkackst, wie Promotion, so wie Reaktivierung, wirst du dreimal zurückgeworfen. Das heißt, Menschen sagen, ey, ich mache doch alles gut, warum komme ich nicht weiter? Weil wenn du in der Schule gut aufgepasst hast, wenn du 10 Sachen gut machst und 3 Sachen verkackst, wirst du im selben Punkt bleiben. Deswegen ist dieser Rank voll mit Herausforderungen. Deswegen ist dieser Rank voll mit Herausforderungen, Freunde. Gib mir kurz eine Sekunde. So, das heißt, in dem Punkt musst du checken, du bist kein Boss, du bist nach wie vor ein Leader. Deine Teampartner sind dir nichts schuldig. Du musst nichts machen. Du bist nach wie vor ein Leader. Warum? Deswegen muss erst recht ab P1K musst du ein Phase-One-System finden, wo du jede Woche mindestens ein Personal signs. Bei dieser Personal, was du signs, das ist dein Stop-Loss, was du setzt. Stop-Loss, Stop-Loss, Stop-Loss. Wieso Stop-Loss? Weil am Ende des Tages haben wir Business mit Menschen. Jeder Mensch kann ja sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich wäre eigentlich schon Sommer schon 25, aber 2 P1Ks in dem Lag, wo das Volumen fehlt, haben von 0 morgens gesagt, Bro, ich network nicht mehr. So, und da ich aber mein Stop-Loss nicht gesetzt habe, gut genug, bin ich bis jetzt noch Chairman Tan.
Das heißt, ab P1 musst du checken, ich sage es nochmal, hörst du, dein Stop-Loss, eine Sache, was kannst du beeinflussen ab P1? Du kannst nur eine Sache beeinflussen. Du kannst nur was beeinflussen, du kannst nur mitspielen, wenn du Phase 1 machst. Wenn du nicht Phase 1 machst, weißt du, was für ein Leader du bist? Du bist ein Leader, der mit den Sachen klarkommt, was ihm zugespielt wird. Du wirst ein Leader sein, der mit den Sachen klarkommen muss, was ihm zugespielt wird. Irgendwelche trockene Leute kommen in dein Team, du gibst dir Zeit, Lounge, die quitten. Irgendwelche trockene Leute, die reiten. Du bist doch eine Person, der, zeugt von meinem Wortwahl, der wie eine Nutte am Straßenstrich steht und einfach das spielt, was mitspielt, aber er hat nichts zu bestimmen. Du kannst erst dann bestimmen, wenn du signs. Wieso, wenn du signs? Weil Momentum kommt von Superstars und Superstars kommen logischerweise von dir. Wer ist denn in deinem Team in der Lage, einen Superstar einzuschreiben? Sag mir das. Wer ist in deinem Team in der Lage, dich nochmals zu sein? Wer jemand in der Lage, dich nochmals zu sein in deinem Team? Wenn du jetzt diese Phase, wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, ich muss mich um meinen Teampartner kümmern, ich habe Leute, die schreien müssen, ich bin im Lounge, die ganze Zeit gibst, aber das Dumme ist, eigentlich nur mit Personals, ich sage dir, wie es ist, habt ihr es gemerkt, die Beziehung zu Personals und zu anderen Teampartnern ist was ganz, ganz anderes. Merkt ihr das? Die Beziehung zu Personals und zu anderen Teampartnern, die von deinen Personals Beispiel kommen, das ist eine ganz andere Beziehung. Personals sind so wie Kinder bei dir im Business. Oft vertrauen die dir blind. Oft werden das auch oft dein Leader. Oft, wenn du siehst, die meisten Leader stammen oft aus deinem Unilevel-Tree. Manchmal gibt es ein Irrfahren, sagt manchmal, gibt es eine Sache, was in diesem Business passiert. Weil normalerweise eine 6 kann nur eine 5 sein, richtig? Aber manchmal gibt es eine 2, eine 3, auch ein 5 sein. Beispiel die Upline von City Boy war auch damals eine 3 oder 2, hat aber City Boy als 6 gesigned, aber Leader, die smart sind, schaufeln dann. Der Change hat ihn geschaufelt und hat mit City Boy so gearbeitet, als wäre sein Personal. Richtig? Das heißt, jetzt musst du checken, Phase 1, Freunde, wenn du bis jetzt noch kein Phase 1 System hast, wo du nicht jede Woche mindestens ein Personal signed. Und ich sage dir jetzt aktuell bei mir, bin ich jetzt gerade erst in meinem Hotspot, bin jetzt gerade erst in meiner Wohnung in Dubai, weil letzte 2 Monate nur im Stress, Tour, krank, nur im Stress. Jetzt gerade erst bin ich in der Lage, meine Phase 1 wieder aufzubauen, aber an sich darf ich nichts von Phase 1 reden, weil ich letzten Monat auch Stress war, weil wie es ist. Ich sage nur das, ich gebe euch nur das mit, was ich selber mache. Aber ich kann nur wissen, ich kann es mir erlauben, sagen, ich sign mal einen Monat niemanden. Wenn du als P1K einen Monat keinen signs, herzlichen Glückwunsch, jeden Monat würfelt Gott, ob dein Business zusammenfällt oder nicht. Also wie es ist. Weil du kannst nichts mehr beeinflussen. Nichts. So, damit wir es verstehen. Das heißt, Phase 1 ist der wichtigste Punkt. Wenn gerade dein Phase 1 gerade kaputt ist, trocken ist, schreib in die P1K, ey, einfach, wie gesagt, wir sind ja auch nur Menschen. Du hast gerade durch mein Backoffice gesehen, es gab Zeiten, wo ich 3K PSV-Volumen habe, Zeiten, wo ich fast 4K PSV-Volumen habe, Zeiten, wo ich auch nur 300 hatte. Ist komplett normal, wir sind im Business. Schreib in der P1K, bei wem läuft Phase 1? Lass dir helfen von denen. Lass dir von denen helfen. Aber Phase 1 ist der wichtigste Punkt von P1 zu P2, weil nur so kannst du mitspielen. Nur so kannst du auch mal mitspielen in deinem Business. Sonst ist es nur so. Oh, von der Opfer reingekommen, geil. Oh, eine Person gelauncht, geil. Du spielst nicht mit. Du wirst nur mit das klarkommen müssen, was dir zugespielt wird. Okay? So, das heißt, das, was du deinen Leuten erzählst, sollst du immer selber machen. Jetzt mal von einer Skala von 0 bis 10. Die letzten 90 Tage, einfach eine Skala von 0 bis 10. Wie war dein Phase 1? 10 ist, wenn du die letzten 90 Tage jeden Monat mindestens 4 bis 5 gesponsert hat. Dann ist dein Phase 1, ich sag normal. So. Wenn ich jetzt dein Unilevel-Tree jetzt abchecke, weil ich sehe alles, ich sag einfach nichts. Ich weiß ganz genau, wer hier im Phase 1 ist und wer nicht. Wenn es gerade nicht läuft, dann gehst du ab und sag, ey, bei mir läuft es gerade nicht. Dann lass dir helfen. Aber wenn du dich die ganze Zeit fragst, warum bin ich nicht P2, es liegt nicht wegen deinem Teampartner. Es sind nicht, weil deine Leute kaputt sind. Es sind, weil du nicht in der Lage sind, Leute zu sein, die Qualität haben, mit denen du langfristig arbeiten kannst. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch,
Ab P1K, jetzt hör dir diese Nugget bitte richtig so an. Du sollst nicht mehr wissen, mit wem du arbeitest, P1K, P2. Ab dem Punkt solltest du wissen, mit wem arbeitest du nicht mehr. Ab dem Punkt sollst du Listen führen, mit wem arbeitest du nicht mehr. Wer verschwendet gerade deine Zeit? Wer verschwendet aktuell deine Zeit? Weil ich sage dir, wie es ist. Ich sage, einer der größten Faktoren, warum Leute in dieser Branche oft im selben Punkt stehen, da sage ich egal genau, wie es ist. Weißt du, was es ist? Weil Leute so oft die Zeit mit falschen Personen verschwenden. Das ist einer der größten Faktoren, warum Leute in dieser Branche oft langsam sind. Beispiel, warum manche im Direktvertrieb in 6 Monaten Six Figures machen. Wieso? Weil dort drüben ist es, die verkaufen nur. Das sehen wir ja nicht, wissen wir. Aber dort drüben, die wissen, die reden mit keiner Person länger als 5 Minuten, der nicht potenziell die nicht weiterbringt oder potenziell ein potenzieller Kunde wird für die nächsten Monate. Das heißt, jetzt gerade musst du checken, was ist der wichtigste Punkt? P1K, es ist nicht nur Leadership, man sagt Leadership. Leadership ist überall wichtig. Aber Leadership fängt erst bei dir an, tut mir leid. Da kannst du jedes Buch lesen, wenn du dich selber nicht führen kannst, wirst du niemanden führen können, richtig? Phase 1. Jede Woche ein Personal sign. Jeden Sonntag habe ich ein Personal gesigned. Bis 0 Uhr. Wen kann ich noch sein? Wen kann ich noch anrufen? Sei von mir aus dein Bruder, aber jede Woche ein Personal sign. So. Und ich sage dir, wie es ist, wie du Leader wie im Laufband baust, ist, indem du dich für die Menschen interessierst. Weil am Ende des Tages, wenn du die Menschen nur so wie Zahlen siehst, sag ich dir, wie es ist und wie Volumen siehst, dann werden auch die Menschen es ja auch irgendwann mal merken. Wenn du die Leute nur so anrufst, wenn die dich reaktivieren müssen, nur anrufst, wenn die Scheiße gebaut haben oder wenn die Probleme haben, die werden es irgendwann mal merken. Weil guck mal, bei uns ist extrem, extrem wichtig, also ich kann von uns sagen, ich bin nicht der Heftigste. Ich mag es nicht, von mir zu sprechen, dass ich gut bin. Aber ich kann von uns sagen, dass wir seit Tag 1 das Geschäft mit Liebe aufgebaut haben. Jeder Leader hier weiß, dass wir alles mit Liebe gemacht haben. Wir haben niemanden mal falsch angeguckt. Kein Leader mal mit falschen Werten aufgebaut. Das Gute ist nur, ab einem gewissen Punkt sogar die Leader, die mit falschen Werten aufbauen, die filtern sich von alleine, weil Gott mit uns ist. Deswegen ab dem Punkt Gott bless. Weil die Leader, die mit falschen Werten aufbauen, die filtern sich mit der Zeit von alleine. Das ist das Geile hier in diesem Business. So, das heißt, wichtig ist erst, mache nicht die Arbeit für die Menschen, mach es mit denen zusammen. Ich sag dir, es macht keinen Sinn, die Leute zu fragen, wie läuft deine Phase 1, wenn er nicht mal ein DM macht. Aber das Schlimmste ist nur, es macht keinen Sinn, die Leute zu fragen, wie läuft deine Phase 1, nicht nur, wenn er nicht mal die DM macht, wenn du nicht mal seine DMs kontrollierst. Wer kontrolliert die DMs von den Leuten, mit denen du gerade aufbaust? Wie gesagt, du brauchst nur 3, 4, die aufbauen. Mach dir keine Kopfschmerzen. Du musst erstmal wissen, mit wem arbeitest du nicht mehr. Raus mit dir. Nimm dir 2, 3 Personen und arbeite mit denen richtig. Bau die richtig auf. Kontrolliere die DMs. Kontrolliere die Anruflisten. Kontrolliere die Zoom-Zeit. Aktivitäten kontrollieren. Wenn du keine Aktivitäten kontrollierst, zeig dir, wie es ist. Dann gibst du die Leuten Sachen mit, setzt das eh nicht um und dann fühlst du dich ab demselben Punkt nur verarscht. Bei den Kunden. Nicht fragen, wie läuft gerade so dein Konto. Lass dir die Trading History, sag ich mal, Trade von MetaTrader 4 zuschicken. Sag, Bro, gib mir mal kurz dein Screen von der Woche. Wie waren deine Trades? Weil, wie gesagt, überall ist ja alles aufbauen. Weil Fakt ist nur einer der größten Fehler, was Leute in dieser Branche machen. Leute machen eine Sache scheiße, machen es so lang, bis es normal wird. Die machen eine Sache Müll und machen es so lange, 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 bis es normal wird. Dann sagen die, ja, es funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn du eine Sache lange machst, heißt nicht, dass du gut bist. Wenn du eine Sache lange machst, heißt nur, dass du lange machst. wenn du seit 6 Monaten scheiße bist in Phase 1, bist du seit 6 Monaten scheiße in Phase 1. Dann bist du die ganze Zeit so im Kreis. Richtig? So, das heißt, jetzt musst du checken, anstatt zu sagen, warum machst du keine Telefonate, mach es mit den Leuten zusammen. Anstatt zu sagen, warum setzt du keinen Trade,
Geh bitte auf den Call. Setz mit ihm den ersten Trade zusammen. Das waren alles die Sachen, die ich damals gemacht habe. Ich war damals als P1K, ich sagte, ich kann Bipsweiss fragen. Ich war damals der Erste in meinem Team, der nur vom Trading seine Miete bezahlt hat. Weil ich es vorgemacht habe. Ich war der Erste in meinem Team, der morgens mit MM-Strategie so scheiß Live-Trading-Kurs gemacht hat, die kaputt waren, wo ich nur Geld gemacht habe, alles so ausgehedet habe. Keiner hat es verstanden. Keiner hat es verstanden. Gott war mit mir. Gott war mit mir. Aber damit will ich nur sagen, wie wichtig diese Rolle ist, P1K. Mach nichts alleine. Sag nicht den Leuten, mach das. Mach es mit den Leuten zusammen. Mach alles mit denen zusammen. Anstatt Beispiel, dass du auch checkst, P1K, was Leute auch vieles, was ich auch oft sehe, dass P1K Leute nicht nur Ego bekommen, die bekommen nicht nur Ego, die fangen an, sich zu schämen. Das heißt, wenn sie beispielsweise mit ihren P2-Upline eine Planung haben und es schon feststeht, dass sie 10 Reaktivierungen machen müssen bis Montag und die Beispiel die 10 Reaktivierungen nicht schaffen, dann die sagen nicht, ey Bro, ich habe nicht geschafft, weil das und das nicht lief. Die fangen an, das Ganze zu begründen. Dann, ja, er hatte kein Geld. Einfach sagen, der Tag war nicht gut. Das heißt, fang an, dich nicht zu verarschen. Am Ende des Tages bist du nur ein Mensch. Das ist der erste Punkt. Und am zweiten Punkt, viele von euch, die sind nicht mal im zweiten Jahr. Ihr habt gerade mein Backoffice gesehen eben. Ihr seid nicht mal im zweiten Jahr. Warum stresst ihr euch so? Wenn ihr eine Sache nicht schafft, sagen, ey, ich hatte vorgehabt, 10 Reaktivierungen zu machen, 2 sind drin, 8 nicht, wieso? Weil ich nicht proaktiv war. Fertig. Nächstes Mal mache ich es besser. Aber dann irgendwie nicht ranzugehen, irgendwie zu sagen, ich war krank, irgendwie auf Flugmodus zu gehen, die ganze Zeit sagen, warum schämst du dich? Du bist hier niemandem was schuldig. Du bist hier niemandem was schuldig. Wie gesagt, wir sind die Freunde. Ich selber bin gerade im dritten, vierten Jahr. Unternehmer lachen mich aus, wenn ich sehe, ich bin ein Unternehmer. Wir sind alle noch am Anfang. Keiner ist perfekt. Aber dafür musst du checken, dass du dein Ego zur Seite packen musst. Hier wirst du nicht, bewertet, wie du damals warst. Hier wirst du nur bewertet, wie du sein möchtest. Keine Jungs, wie du damals warst. Keine Jungs, was für einen Fehler du machst. Wir alle machen hier Fehler. Aber der Punkt ist nur, ab P1K ist eine Sache wichtig. Und wenn du das nicht machst, dein Team wird es merken. Und deine Stimme als Leader wird weniger Kaufkraft haben. Weißt du, was das ist? Ehrlichkeit. 100% Ehrlichkeit. Hör auf zu lügen. Hör auf unnötig zu lügen bei dem Team. Hör auf unnötig zu lügen bei deinen Uplines. Na, guck mal, es gibt ein paar, natürlich, man kennt es. Man setzt sich Ziele. Ey, ich will diesen Monat P2 gehen. Ich will 15 Sign-ups machen. Wenn Gott sagt nein, dann ist nein. Wenn Gott sagt nein, kannst du als Alex Morton haben, den du gerade launchst, er wird nicht ein Sign-up machen. Wenn Gott sagt, nein, Zila, du machst kein Sign-up, dann machst du kein Sign-up. Damit musst du klarkommen. Du musst klarkommen, wenn du nicht mal entscheiden kannst, ob deine nächsten 3 Herzschläge, wie man es auch sagt, schlagen, wie kannst du überhaupt entscheiden, ob du morgen ein Rank-up machst? Wie kannst du überhaupt es entscheiden? Das heißt, ab dem Punkt sage ich, komm runter, du bist nur ein Mensch. Ich habe noch nie, Beispiel, ich bin eine Person, ich sage es ja bei mir, ich habe noch nie zu jemandem gesagt, warum bist du da nicht gut? Ich sag den Leuten, damit die jetzt besser werden. Aber ich judge niemals Leute wegen der Vergangenheit. Niemals. Niemals. Weil wie gesagt, wir sind alle gerade im Praktikum, Freunde. Erst im zweiten Jahr, ihr habt den vorletzten GM gesehen. Ob es im Network ist, im Trading, jeder, der im dritten Jahr geht, mach seine Six Figures. Auf easy, ohne Kopfschmerzen. Mach seine Six Figures ohne Kopfschmerzen. Was glaubst du, ich bin gerade in Dubai, die viele anonyme Traders, die bei Redon Play sagen, ey Bro, ich will ein Flugbuch, ich bin morgen dabei. Die sich nicht zeigen wollen, aber die gerade Asche machen, Cash machen. Ich weiß es. Die schicken mir alles zu. Deswegen, chillt, komm runter und mach erst dein erstes Jahr vorbei, ist Praktikum. Das zweite Jahr fängst du richtig los. Das dritte Jahr bekommst du dein Resultat. Wenn du es früher bekommst, Gott bless. Gott bless. Aber es heißt nicht, dass du chillen sollst. So, das heißt, Freunde, in dem Punkt sage ich dir, sei ein Leader vom Verständnis. Ich sag mal so, höre die Leute zu, um nicht zu antworten,
um zu antworten, höre die Leute zu, um die Leute zu verstehen. Und da kann ich euch sagen, da ist Joshua, da muss ich auch sagen, ist auch sehr, sehr krank. Ich selber lerne jeden Tag noch von ihm, was für ein Verständnis er hat mit anderen Menschen. Das ist krank. Hört euch, wie gesagt, Bücher wie, wie man Freunde gewinnt, das Kind in dem muss Heimat finden, um deinen Teampartner zu verstehen, warum die dir nicht antworten, warum die sich nicht reaktivieren, warum die nicht nach Zürich kommen. Verstehe die Menschen, sei ein Leader vom Verständnis, weil Fakt ist nur, es gibt gewisse Leader hier in dieser Gruppe, ja, die verdienen gerade mehr als einen Arzt, okay, und die hatten damals Phasen, hätten wir Ideen aufgegeben, wären die für immer weg. Aber wir haben die nie aufgegeben, waren immer da, waren immer so ab und zu da. Ich habe noch nie ein Leader von mir komplett aufgegeben. Egal, ob die mich gefickt haben, es gibt mal, die haben mich gefickt. Ich war trotzdem für die da. Weil am Ende des Tages sind wir nur Menschen. Wir leben eh nur 80, 90 Jahre auf dieser Erde, sterben wir sowieso. Und dann juckt's. Es juckt doch nicht, was hier auf dieser Welt macht. Die Frage ist, was für einen Impact hinterlässt du auf dieser Welt, richtig? So, das heißt, in dem Punkt sage ich dir, sei ein Mensch, der mit Menschen ist und nicht nur ein Mensch, der nur seinen Profit sieht. Ich weiß, so sind wir nicht, das haben wir auch wenig, aber wie gesagt, trotzdem, dass wir es gesagt haben. Das heißt, jetzt musst du checken, jeder in deinem Team wird es nur so ernst meinen, wie du es ernst meinst. Sag es, wie es ist. Wenn du an Sonntagen Familienfeier vorziehst, statt dein komplettes Team durchrufen, weil jeder erreichbar ist, werden die es ja auch machen. Wenn die es genauso ernst nehmen, wie du es auch ernst nimmst. Die werden es genauso ernst nehmen, wie du es ja ernst nimmst. Und das sage ich dir so. Und alles, wenn du es versteckst, das Geile ist, wenn du es versteckst, deine Schwächen oder die Sachen, was du vom Team versteckst oder die Sachen, wo du lügst, allerspätestens, wenn du dich mit deinem Team dich live triffst, werden die merken, dass du ein Schnacker bist oder ob du ein Macher bist. Das heißt, vor Zoom kann jeder, vor Zoom, wenn die Kamera an ist, kann jeder ein Unternehmer spielen. Aber wenn du live mit den Leuten bist, merken die, ey, ist meine Upline wirklich dieser Person, der mir die Sachen sagt, die er auch selber umsetzt? Oder dieser Person, der nur Sachen sagt, was er so aus den Calls hört, damit ich es so umsetze? Die Leute fühlen das. Die Leute fühlen sowas. Richtig? Ich habe auch kurz eine 3 in den Chat, wenn du sagst, der Call ist das heiß. Eine 3 in den Chat. So, das heißt, Freunde, ich sage dir, es gibt eine Sache als Leader, und da muss ich auch sagen, Props an unsere ganzen P2-Plus-Leader, wirklich, behindert stolz auf die, egal wer, ob es ein Joel ist, ob es ein Cityboy ist, ob es ein Citri ist, ob es eine Roa ist, ob es eine Amani ist, Props an alle P2K-Leader. Weil ich habe eine Sache in jedem Leader von uns gesehen, ist nicht normal, wenn du Sympathie beweist, kannst du alle Probleme lösen bei dem Team. Sympathie und Empathie, dass du mit den Leuten bist, weil und einfach locker bist, weil eines Tages, es macht keinen Sinn, so strikt, so, guck mal, als Leader musst du wissen, das habe ich von Mustafa damals, du musst wissen, wann du die Peitsche benutzen musst, wissen, wann du Honig geben musst. Du musst wissen, wann du hart sein musst, wann du weich sein musst. Und oft, wenn du nur hart bist, wir haben es an unsere Eltern gesehen, ja, dann werden die Leute nur das machen, damit die dich zufriedenstellen, die machen das nicht für sich. Wenn du nur hart bist. Wenn du aber nur weich bist, werden dich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ernst nehmen. Du musst einfach die gesunde Mitte finden. Ab und zu hart sein, weich sein, lach mit den Leuten. Einer der wichtigsten Punkte in deinem P1K-Team, damit du P2 erreichst, es muss Spaß haben. Es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen. Das Ganze soll nicht zu anstrengend sein. Guck mal ein Beispiel, warum ich sage so anstrengend? Ja, Beispiel, ich bin eine Person, ihr kennt mich, ja, jeder, der mit mir ist, ich mache nur Witze, ich mache über jeden lustig, ich werde fast überall rausgeschmissen, weil ich so ein Bild habe, aber das ist ja auch der Grund, warum es ja auch bei uns so Spaß macht, warum die Culture so ist. Einfach locker, gechillt, jeder, der mit einem Irrfan abhängt, weiß, dieser Junge könnte seine Karriere als ein Comedy-Star gefühlt starten. Und alle unsere Lieder sind so. Das heißt, in dem Punkt sage ich nur, das Ganze muss Spaß machen. Warum muss es Spaß machen? Weil in Deutschland, vor allem in Deutschland, ja, verbinden Menschen mit Sachen, was die voranbringen, oft mit Härte und es muss immer so, es muss, sag ich mal, immer hart sein, es muss immer so, sag ich mal, in eine Richtung gehen, in deinem Job, wenn du sogar lachst, bei mir damals, wenn du sogar lachst, wirst du gefühlt so bestraft.
Wenn du in 9-to-5 lachst, fragen die Leute, warum lachst du überhaupt? So ein Film ist das. So, das heißt, aber in deinem Business sollte es nicht sein. Jeder Kunde muss sich gut fühlen. Mach ab und zu kleine Incentive, verlust ein paar Bücher, ja, habe ich auch ab und zu gemacht. Nimm ab und zu ein Airbnb, sammle ein bisschen Geld mit deinen Leuten zusammen, ja, geht mal ab und zu was machen, Aktivitäten machen, ja, irgendwas, Kart fahren oder so. Das heißt, obwohl es nicht um Business geht, soll es um Business gehen. Und genau das ist das, was die Menschen zusammenbringt. Das ist genau das. Beispiel, Freunde, ich teaser es hier in diesem Call. Ich teaser es hier, aber ich werde direkt meinen Mund zumachen. Ja? Wir werden bald, ich sage nicht wann, es wird Anfang des Jahres sein, ein B5K Plus Incentive machen in Senegal, in Afrika, in Dakar und werden dort wieder mit kranke Spendenaktion machen. Und diesmal so eine kranke Spendenaktion, dass ich sogar 2 Monate davor vorfliege und schon alles klären muss. Ich mach wieder alles so. Ich habe nichts gesagt. So, das heißt, guck, dass du bis 4 Uhr B5 bist. Mehr sage ich dir einfach nicht. So, wir machen kurz weiter. So, guck mal, ich sag dir, jetzt ist wichtig, als Leader, argumentiere nicht mit Menschen. Spreche Fakten aus. Weil Fakten und Statements sind nicht angreifbar. Fakten und Statements sind nicht begründungsbar. Beispiel, wenn du deinen Teampartner irgendwie erklärst, warum Edgar scheiße ist, es macht keinen Sinn. Einfach Fakten, so und so und so, fertig. Es gibt nicht mehr zu reden. Wenn du anfängst, mit denen zu diskutieren, dann sagst du, Bro, Tamam, du hast recht. Ich bin ganz, ganz simpel. Bei mir, wenn du mir drückst, sagst, okay, du hast recht. Hier, nimm deinen Pokal. Du hast recht jetzt. Am Ende des Tages bin ich der, der es geschafft hat, Six Figures zu machen. Du nicht. Viel Spaß. Du hast recht. Das heißt, nicht argumentieren, Fakten aussprechen, Statements aussprechen. Come on, wir zwei, ich liebe den Jungen einfach. Weil der ist so wie ich damals. Geil. Macht gar keinen Sinn. So. Das heißt, jetzt musst du checken, als P1K-Leader die unkomfortable, sag ich mal, Konversationen, das sind die Sachen, was deine Leute persönlich aufbauen. Spreche die Sachen an, was die Leute nicht hören. Die Sachen an, die angesprochen werden müssen und nicht die Sachen an, was die Leute hören wollen. Ich sage dir, wie es ist. Weil ich sage auch zu Joshua, Irfan, ey, wenn ich scheiße bin, sag mir, dass ich scheiße bin. Ich will nicht, dass du es schön sprichst. Sag's mir, dass ich scheiße bin, wo ich besser sein kann. Am Ende des Tages sind wir alle auf dem Weg nach oben, oder? Das heißt, in dem Punkt will ich dir nur sagen, also das ist auch ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Und zwar, spreche, drücke genau dort, wo es weh tut. Ein Arzt drückt genau dort, wo es weh tut. Richtig, um auch den Schmerzpunkt zu identifizieren. Um auch dann den Schmerzpunkt zu lösen. Das heißt, genau dort drücken, wo es weh tut. Nicht irgendwie, ja, ey, ich glaube, ja, das mit deinem Trading-Konto, vielleicht solltest du mal demnächst, ey, Bro, wenn du nicht in der Lage bist, dein Risikomanagement einzuhalten, wirst du in einem Jahr noch im selben Punkt bleiben. Tut mir leid. Kannst du aufnehmen, wie du willst, wenn du nicht bereit bist, dafür es aufzunehmen, sorry, dann geh. Wir machen hier ein Business. Ist kein Kindergarten hier. Wir machen hier ein Business. Ab und zu kommen Leader, sagen mir, ja, das und das. Ich sage, wenn du das nicht magst, dann da ist die Tür. Weil am Ende des Tages, Freunde, manchmal, wir haben so viel Culture, es macht so viel Spaß, dass Leute denken, dass alles Spaß machen muss. Aber wir machen trotzdem noch ein Business. Geh mal zu deinem Chef, guck, wie dein Chef sein Business macht. Geh mal 3-4 Mal zu spät zur Arbeit und guck, wie schnell du deine Kündigung so bekommst. Und dafür reden. Und genau so sollst du auch, wie gesagt, nach und nach auf dein Business aufbauen, richtig? So, das heißt, Freunde, jetzt kommen wir zu den tiefen Sachen. Was sind denn die Aktivitäten, die wichtig sind? Welche Aktivitäten, welche To-Dos sind wichtig von P1 zu P2? Erster Punkt, Planungscalls. Das ist extrem wichtig. Aber Planungscalls will ich so machen, dass ich nicht meinen ganzen Tag im Planungscall mache, sondern Weekly Calls. Einmal die Woche ein Update-Call. Ich sage dir, wie es ist, wenn du noch 30, 40 Teampartner hast,
ja, vielleicht noch ein, zwei, drei P6, die es selber machen, machst du mit 10, 15 Personen, kannst du jede Woche mit jedem aus deinem Team immer noch einen Update-Call machen. Immer noch. Ich habe es ja auch geschafft, fast bis P2, P5. Kannst mit jedem einen kurzen 10-Minuten-Update-Call WhatsApp machen. Mach dir Notizen, was war am letzten Update-Call, er macht gerade da, er ist in dem Punkt und so weiter und so fort. So, das heißt, ich muss gerade kommen, Lager, aber wo geht es? Ist bis jetzt noch mal Abbau, richtig? So, ist bis jetzt noch machbar. Das heißt, Planungscalls sind wichtig. Warum sind Planungscalls wichtig? Bei Planungscalls gibst du die To-Dos und kontrollierst die To-Dos. Du gibst die To-Dos und kontrollierst die To-Dos und identifizierst auch die Probleme, weil es gibt in diesem Business so einen Spruch, es heißt Probleme identifizieren und Probleme lösen. Was heißt das? Guck mal, ich sag dir, die Profi-Leader, Leader wie Afsun, Mustafa, Leader wie Joel, wie Kamal, ja, Leader wie Lusso, wie Josh, wie Irfan, die identifizieren schon Probleme, bevor die schon entstehen. Das heißt, wenn ich sehe, mein Teampartner ist gerade auf dem Weg, in einem Loch reinzufallen, ja, sage ich, hey Bro, wenn du 10 Meter weiter gehst, wenn du wirst genau dort reinfallen, am besten machen wir das und das anders, dass du einen anderen Weg gehst, dass du diesen Loch umgehst. Das heißt, ich sage dir, P1 zu P2, wenn du es schaffst, Probleme zu lösen bei dir zu Team, wenn du es schaffst, wie ein Therapeut zu arbeiten, wirklich jedes Problem zu lösen, dann kannst du nur Chairman gehen. Wieso? Warum sollte man Probleme lösen? Jeder, der in der Einarbeitungsseite aufgepasst hat oder die Einarbeitungsseite sich angeschaut hat, wenn überhaupt, weil es gibt ein paar P1, die haben sich immer noch nicht Level von P1 zu P2 angeschaut. Finde ich voll schade, wir haben da extrem viel Zeit, Energie, Geld reingeschickt. Egal. So. Beispiel, da reden wir ja, wie gesagt, von diesen Problemen identifizieren, Probleme lösen, weil ich habe diesen Beispiel sogar in einem Video genannt, so wie Mercedes-Benz. Okay, Mercedes-Benz Beispiel, da werden am Tag, Beispiel in dem Werk in Bremen, da werden am Tag Tausende von Autos produziert, okay. Wenn irgendein Band stilllegt wegen irgendein Problem, da sind Ingenieure, die warten nur drauf, um Probleme zu lösen. Das wird jeder, der dort, die alle Bremer, die schon mal im Werk Bremen gearbeitet haben, das läuft immer flüssig. Wenn dort irgendein Problem ist, gibt, ich sage es dir, in Minuten wird es behoben. Bei jeder Sekunde, wo ein Band stillsteht, verlieren die Hunderttausende, Millionen an Euros. Auch in deinem Business, wenn ein Leader ein Problem hat, ist es so wie ein Band, was stillsteht. Es produziert nicht mehr. Wenn du nicht in der Lage bist, das Problem zu lösen, dann wird es auch nicht weiter produzieren. Du wirst genau im selben Punkt bleiben. Und der Leader auch. Deswegen musst du diesen Skillset kennen. Lies Bücher, wie gesagt, wie man Freunde gewinnt. Das Kind in dem muss Heimat finden. Wir haben die Bücher studiert. Deswegen sehen wir da, dass wir fast alle Probleme in diesem Business gelöst haben. Ich sage dir, wir haben bis jetzt fast alle Probleme gelöst. Natürlich. Ich sage nicht, dass wir die Hacks sind. Am Ende des Tages ist es auch durch Gott, weil wir auch die Möglichkeit haben, auch an das Wissen zu gelangen und so weiter und so fort. Aber an sich kannst du fast jedes Problem lösen. Und wenn das Problem nicht lösbar ist, wird die Person quitten. Ist einfach so. Wenn es nicht lösbar ist, ist die Entscheidung. Entweder die Person schafft es, aus dem Problem rauszukommen, oder er muss sich allein verabschieden. Ist einfach so. Es gibt, ich hab P1s, die ich verabschiedet haben. Ich habe P2s, die ich verabschiedet haben. Ich habe Leute, die krankesten Potenzial haben, die ich verabschiedet haben. Ist einfach so. Das ist halt das Wissen. Müsst ihr damit klarkommen. So, Planungscall. Der zweite Punkt ist, nochmal, PSV-Volumen, Pump. Es gibt so einen Spruch, ich bin nicht so der Freund von Zahlen, aber man sagt, unter 2K PSV-Volumen bist du nicht in Phase 1. Unter 2K PSV bist du nicht in Phase 1. Geh mal kurz auf dein Unilevel, check mal ab, ob du gerade in Phase 1 bist. Natürlich hat das nichts zu sagen. Manchmal, die Leute buchen IBO, machen dann Kundenkonten. Wie gesagt, ich bin ja nicht dumm, aber ich sage nur, PSV-Volumen zeigt dir nur, bist du gerade aktuell in Phase 1 oder bist du es nicht. Und wir, die ganzen P1Ks, so 80% haben die ein Problem, Phase 1-Problem. Nicht, weil die es nicht können, sondern weil die es nicht machen.
Die machen das nicht, weil die immer damit beschäftigt sind, Teampartner zu helfen. Weil die immer damit beschäftigt sind, irgendwie Leute irgendwie aufzubauen, laut zu machen. Natürlich muss man es ja auch machen, aber wie gesagt, damit kontrollierst du nichts. Damit bist du so. Alles ist Zufallsprinzip. Würfel. So, der dritte Punkt ist, ab P1K ist wichtig zu P2K, jetzt kommst, mit wie vielen Personen bist du aktuell im Lounge? Weil Lounge ist so wie dieser Boost in deinem Business. Eine Person, der bei dir startet, Beispiel jetzt gerade, wir haben hier einen Super Sam, der unter 90 Tagen gut gelauncht wurde von fast 0 zu P2K. Das ist ein Boost. So, und genau so bauen auch große Leader auf, die großen Leader, die launchen. Das heißt, ab P1K ist die Frage, mit wie vielen Personen bist du so im Launch? Du solltest mindestens mit 3 Personen im Launch sein, damit du überhaupt in der Lage bist zu boosten. Weil es heißt, wenn du eine Person launchst, der Potenzial hat, der gut vorbereitet wurde, er kann in einer Woche P6 gehen. Es ist schwer, in einer Woche 12 Personen persönlich einzuschreiben, oder? Also das ist ja nicht das Business. Das Business ist ja, dass wir Menschen aufbauen. Network Marketing, wir investieren in Menschen. Das heißt, mit wie vielen Personen bist du aktuell so im Launch? Wenn es unter 3 ist, Bro, dann würde ich wirklich gerade so fahren. Ich sage so fahren. 70% Phase 1, 30% den Rest. Wenn du nicht 3 hast, die das Potenzial haben, die nächsten 60 Tage P1K zu gehen, die gerade im Launch-Prozess sind, fahre gerade 70% Phase 1, 30% Team und so weiter und so fort. Sonst kannst du immer, ich sage roundabout, immer 60% Team, weil ab P1K ist auch viel zu tun, 40% Phase 1. Niemals unter, von deiner Zeit, niemals unter 30% von deiner Zeit Phase 1 gehen. Immer 30% Stop-Loss. 30% Phase 1 für dich, Pipeline anrufen, Preis geben, Kurs geben, 70% Team, Planungskurs und weiter und fort. Und da musst du auch immer gucken, wie du halt das Ganze halt fährst. So, das heißt, mit wie vielen Personen bist du so im Launch, ist gut. Und da kann ich dir auch empfehlen, nütze auch deine Uplines als Hebel. Nutze dein P2-Upline als Hebel. Überspring deine Uplines nicht. Natürlich, ich mache gerne die Calls, aber es macht keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit für dich die Calls mache, aber dein P5-Upline nicht die Calls macht und damit weiterkommt, weil ich habe schon die Calls schon oft gemacht. Natürlich kannst du mich als Hebel nutzen für Leverage, aber überspringe keine Uplines. Mach das nicht. Weil dann hast du Lücken in deinem Leadership. So, nächster Punkt ist, als P1 zu P2, wenn du diese Rank rein, ich mache, wie gesagt, am Ende eine kleine Planung für euch. Ja? Wenn du in diese Rank reinspringen musst, musst du ein Leader von Mehrwert sein. Ein Leader von Impact sein. Ein Leader von Content. Mal schaut mal in der P6-Gruppe, Freunde. Wie oft gehe ich dort rein, gebe den Leuten Mehrwert, gebe den Leuten Content. Das mache ich seit P150. Seit P150 gebe ich Mehrwert. Auf Insta. Schaut dir meine Highlights an. Von 100 Stories sind 99% Mehrwert, Content, 1% Pitchen. Sei ein Leader von Mehrwert sein. Sei jeder Gespräch, was deine Teampartner mit dir haben, okay, sollte ein Gespräch sein, wo die das bekommen. Aha. So ein Klick, ein kleiner Klick. Sorge für Klicks, weil was heißt ein Klick? Es heißt ja Klick, Moment. Die deutsche Sprache ist mächtig. Lass es auseinandernehmen. Klick, Moment. Das heißt, es war schon da. Es hat nur Klick gemacht. Oder? Es war schon da. Wie gesagt, in Calls wird ja alles eingepflanzt, was die Leute brauchen, um Six Figures zu gehen. Aber es wird nur Klick gemacht. Und es hole so viele Klicks, wie es nur geht. Weil Klicks heißt, Leute haben ein anderes Bewusstsein. Die sehen größer. Und ein anderes Bewusstsein heißt, die haben sich mehr verstanden. Wenn sie sich mehr verstehen, wird alles besser laufen. Das heißt, als Leader musst du checken vom P1 zu P2, du musst unterscheiden zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein. Warum denn? Wahrnehmung ist, wenn eine Person unnötige Fehler macht, richtig? Aber Bewusstsein ist die Person, die sitzt in einem Raum, okay? Den ist nicht mal bewusst, dass eine andere Person vor denen sitzt, weil die ganz woanders sind. Das heißt, 100% Bewusstsein. Warum mache ich die Hashtags in den Gruppen? 100% Bewusstsein. Und deswegen müsst ihr checken, es gibt einen Unterschied
zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein. Und erst ab Bewusstsein geht's los. Wenn es dir bewusst sind, dass die in dem Punkt sind, wo die aktuell stehen, können die auch erst deren Probleme lösen, richtig? Der nächste Punkt ist P1 zu P2. Was ist der wichtigste Punkt? Du musst deinen Teampartner füttern. Du musst deinen Teampartner füttern können. Was heißt denn füttern? Füttern heißt, dass du den Leuten was gibst. Du gibst ihnen ein Fahrzeug, mit dem die fahren können. Fütter die. Was heißt füttern? Launchen, gib denen die Skills, beschäftige dich mit den Skills. Du musst nicht ein Go-Life-Educator sein, aber du musst dich mit den Basics so, du musst genau wissen, du musst ein Wegweiser sein für die Leute. Du musst genau wissen, ein Unternehmer, der in deinem Business startet, der gerade eine Stunde Zeit hat, es macht keinen Sinn, in Smart Money zu gehen. Macht keinen Sinn. Du verschwendest nur seine Zeit. Eine Person, der sagt, ich möchte Trading lernen, ich will wirklich das verstehen. Es macht keinen Sinn, ihm nur Copy-Paste zu geben. Das heißt, füttere die Leute, aber wenn du die fütterst, bevor du die fütterst, musst du erstmal wissen, was die überhaupt wollen. Aber du kannst erst dann wissen, was die wollen, wenn du zuhörst. Wenn du genau zwischen, nicht, weil die Leute sagen dir nie das, was sie wirklich wollen. Das sagen die, das sagen die immer dazwischen, was die wirklich wollen. Die sagen vielleicht A, aber wollen B. Aber die selber checken nicht mal, dass sie B wollen. Checkt ihr, wie ich meine? So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Weil das, genau das zerreißt sehr viele P1K. Genau das. Deswegen, ich stelle kurz die Frage, wo fließt die Energie bei dir aktuell im Team? Das kannst du oft nicht beeinflussen, jetzt in der Gegenwart. Das sind oft Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Die vielleicht Probleme, die da sind, die nicht gelöst würden, die in der Luft stehen, dass die irgendwann mal, sag ich mal, so Energie wurden und dann es in eine Richtung geht. Wo fließt gerade die Energie bei dir im Team? Fließt es gerade in Richtung dein P2K? Sei ehrlich. Sei einfach ganz ehrlich zu dir. Fließt gerade die Energie bei dir im Team in Richtung P2K? Oder sollst du einfach mal vielleicht mal abchecken, dass du mal dich mit den Leuten connectest und mal ein paar Probleme löst, bevor du an dein P2K denkst? Weil ich gerade denke, ich mache mein 25. Nicht, weil ich werde mein 25 machen, aber es gibt ein paar Sachen, die gerade gefixt werden müssen in meinem Team, bevor ich an meinem 25 denke. Und genau das macht auch ein Leader, ein professioneller Leader aus. Und zwar, wo fließt gerade die Energie bei dem Team? Es macht keinen Sinn, 3 Monate dein P2K zu bauen, obwohl es eine Sache gibt, was noch diesen Fluss noch ein bisschen blockt. Und du selber checkst es gar nicht mal. Checkt ihr, wie ich meine? Na, 1 in den Chat, wenn du erstmal das verstanden hast. Weil sonst kann ich dir mal kurz deeper noch kurz erklären. Na, 2, wenn du es nicht verstanden hast. Ist nicht schlimm. Easy. Wir sind fast fertig, Freunde. Und jetzt ist auch wichtig, wie ist deine Performance von dir und von deinem Team? Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich bin kein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Ich bin eine Person, ich bin wirklich kein ZDF-Typ. Ich bin gar kein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Aber Fakt ist nur, ab P1K ist wichtig zu wissen, wie stehen gerade die Zahlen. Beispiel, wir haben es gerade Sonntag. Weißt du ganz genau, wie viele Informationen die Woche von deinem Team rausgegeben wurden? Ungefähr. Weißt du ganz genau, wie viele Follow-ups die Woche von deinem Team gemacht wurden? Wie ist aktuell deine Performance von dir und von den 3, 4, 5 Personen, die gerade aktuell so aufbauen? Deswegen sage ich ja, du musst wissen, mit dem du nicht arbeitest, damit du 3, 4 Leute hast, mit dem du richtig arbeitest, mit dem du auch ein bisschen für dich einfach bist, okay, ich habe die Woche... Wir hatten, Beispiel jetzt gerade, wenn du merkst, ey, wir hatten die Woche 10 Infos rausgegeben, 3 Follow-ups wurden gemacht. Das heißt, irgendwie im Team Follow-ups vereinbart ist ein Skill, was noch nicht so richtig sitzt. Du musst nochmal einen Call dazu machen. Das heißt, die Probleme identifizieren, Probleme lösen, sondern noch besser, ey, wir haben nur 10 Infos gegeben, wir haben es gerade 13 Uhr. Ich mache heute ein Webinar um 20 Uhr, mache jetzt eine Einladungssession, dass wir es noch heute die Woche noch schaffen, mindestens 30 Informationen rauszuhauen. Genauso denken Unternehmer. Unternehmer kennen deren Zahlen. Wie sind deine Zahlen aktuell bei dir so ein bisschen? Wenn du deine Zahlen ein bisschen trackst, nicht so viel, aber ein bisschen trackst, ein bisschen weißt, wo du ungefähr stehst, dann wirst du auch dein P2K eigentlich direkt ausrechnen können, wann es eigentlich kommen wird. Ungefähr. So, jetzt musst du verstehen, Freunde,
Ja, jetzt musst du checken, welche Planung brauchst du denn aktuell? Beispiel, ich mache mal ganz ein Beispiel. Ich machte gerade eine kleine Planung, ja, einen so kleinen Blueprint, mit, wo du halt eine kleine Richtung hast. Wenn du das verfolgst bis Zürich und du gerade P1K bist, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass du P2 bist. Nichts dagegen, eigentlich nicht. Ich habe mich teilweise an dem Punkt so mein Bildschirm. Das war Beispiel. Ich mache mal ganz kurz so ein Beispiel, wie ich es immer mache mit den P1K-Planung. Guck mal. Wir nehmen mal an. Ups. So, wir nehmen mal an, das hier. Oh mein Gott, ich kann nicht mal ein Linie gerade zeichnen. Das hier. Ich habe einfach Schwierigkeiten, Linie gerade zu zeichnen, ne? Weil irgendwas los ist. Und es liegt an Zoom. Guck mal, das sind gerade drei Legs, Beispiel, ja? Leg A. Leg B. Leg C. Also, schau mal, es gibt ein paar Lieder, die haben 6, 8 Legs, die irgendwie es nicht damals geschafft haben zu platzieren, die keine Wahrnehmung hatten, aber in der Regel hat man 3 Legs, in der Regel. Ich habe auch 3 Legs. So, jetzt musst du vorstellen, nehmen wir an Leg A, gerade als P1K, hast du vielleicht dort, keine Roundabout, 1370 Blumen, ungefähr, ja. Leg B hast du ungefähr 2K Blumen, Roundabout. Leg C hast du ungefähr, damit es Sinn macht, sag ich mal, 1029 Minuten. Aber da wäre es eigentlich nicht P2-Sache. Mal kurz so. 1840 Minuten. P1. So, jetzt hast du ein ganz normales so P1-Volumen. P1 steht ganz simpel. Hast gerade roundabout ungefähr 5000 so Backoffice, ein bisschen mehr. Jetzt ist halt die Frage, und die Planung machst du mit dir alleine, nicht mit deinen Ablein. Du machst es mit dir alleine. Du setzt dich hin und du machst es, diese Sachen. Das hören wir jetzt ganz genau zu. Du fragst dich erstmal in diesem Leg, erstmal, okay, was kann ich dort reaktivieren? Nur so eine Frage. Einfach nur, das ist nur in diesem Leg. Geh jetzt im Backoffice Reader rein. Was kann ich in diesem Leg reaktivieren? Ja, welche Personen sind gequittet, die man noch anrufen kann, wo man die auf Zürich noch pushen kann und so weiter und so fort. Was kann man dort reaktivieren? So. Die nächste Frage, was du dir dort in dem Leg stellst, wie viele Personen sind im Lounge? Da im Lounge, also beziehungsweise / welche Ranks to and freeze kannst du nur in dem Leg machen. Aber ab P1 musst du lernen auch nach Legs auch ein bisschen zu arbeiten. Du musst lernen, ein bisschen mit dem Backoffice, mit den Zahlen zu arbeiten. Wieso? Weil es zu viel wird. Du musst ein bisschen Struktur haben in deinem Kopf. Weil nur so kannst du es dir viel mehr bildlich vorstellen. Wenn du dir alles zeigst, okay, Leg A, Leg B, Leg C, damit du Ruhe hast in deinem Kopf. Weil sonst siehst du nur das große Bild. Das heißt, welche Legs und Ranks, wie viele Personen sind gerade so im Lounge und welche Ranks könnte man dort bauen? Das heißt, welche kleine Gruppen kannst du machen mit deinem Hauptleader, mit deinem nächsten P2-Leader, so wie ey, Beispiel Daniel ist gerade P150 in 4000 Volumen zu P6. Eine kleine Gruppe, es heißt nur P6-Run. Nur P6-Run. In der Gruppe schreibt er seine Termine rein, da hilfst du die Person und so weiter. Zum Beispiel. So, wie viele Personen sind da aktuell im Lounge? So. Das ist extrem wichtig. Wie viele Kunden wollen gerade 2&3 bauen? Schreib dir alle Namen auf, nur damit du einen Überblick hast. Das machst du mit Leg A, mit Leg B und Leg C, okay? So, die nächste Frage, was du dir stellst, in dem Leg, ja, wer sind dort die Superstars? Weil, guck mal, Superstars heißt ja nur, dass Menschen, dass sie was drauf haben und es noch nicht bewiesen haben. Sonst wären das Leader, oder? Das sind die Superstars. Das heißt, weil keiner sagt, so ein Adrian Lux, er ist ein Superstar. Keiner sagt, Alette, sie ist ein Superstar. Keiner sagt zu einem Ariston, du bist ein Superstar. Er ist ein Leader. Das heißt, wer sind dort die Superstars und identifiziere, was ist der Grund, warum dieser Superstar noch nicht gezündet ist? Was braucht er noch? Braucht er einen Call mit einem Joshua, mit mir, mit einem Chairman Tan? Keine Ahnung.
Braucht, gibt es ein Problem, was gelöst werden muss, hat er noch Blockaden aufzubauen. Auch ist bei Superstars, bei Leuten, die stabil sind, die haben noch Blockaden gegen Network. Blockaden lösen. Redet der sich die ganze Zeit ein, dass er FTMO-Trailer sein muss, um P6 zu gehen? Blockaden lösen. Wer sind dort die Superstars, aber nicht jeden diesen Stempel Superstar geben? Diesen Stempel sehr, sehr, sag ich mal, vorsichtig damit umgehen, diesen Stempel Superstar. Sehr, sehr vorsichtig. Weil es gibt so einen Spruch, es heißt, verlieb dich niemals an das Potenzial von den Leuten, verlieb dich immer an dem Hunger von den Leuten. Wenn es um Potenzial ginge, ich hatte damals den Schlimmsten, ich hatte gar kein Potenzial für diese Branche. Ich hatte nur Hunger. Ich hatte nur Hunger und habe mir mein Potenzial verfickt nochmal erarbeitet. Wer ist das nicht? Nicht irgendwie, wer hat Potenzial. Es gibt viele, die Potenzial haben, aber wer ist hungrig genug, an sich zu arbeiten? Das ist in dem Leck. Wer sind die Superstars? Identifizieren, weil die Superstars kann man launchen. Und launchen heißt Boost in deinem Business, richtig? So, das musst du heute noch oder bis Dienstag für dich identifizieren. Jetzt kommt's. In dem Leck fragst du dich bei Leck A, welche Follow-ups, Closings der letzten 1-2 Monate sind dort passiert? Einfach nur identifizieren. Beispiel, wie viele Follow-ups, Closing gab es letzten 1-2 Monate, damit du für den kompletten Leck eine Pipeline hast? Wer sind die Personen, die dort mal auf dem Call waren? Weil guck mal, Fakt ist nur, wenn ein Prospect sich die Entscheidung trifft, auf einem Zoom-Call zu sein, ist er zu 50% schon gestartet, finde ich. Weil sonst wäre er doch nicht auf dem Zoom-Call, oder? Sonst hätte er auch seine Zeit anders verbracht. Egal wie scheiße der Prospect, wenn er sagt, ich drücke auf einem Zoom-Link, ja, investiere meine Zeit, um mit einer anderen Person zu sprechen, ist er schon zu 50% gestartet. Es gibt noch ein paar Blockaden. Das heißt, in dem Leck, Follow-up-Closing-Liste am besten mit den drei. Deswegen sage ich ja, ab Juan, bau dich mit vielen auf. Bau mit 3-4 richtig auf, damit du immer Überblick hast. Checkst natürlich gibt es noch 1-2 Kunden, die ab und zu mal sponsern, 1-2, die ab und zu aufbauen, aber für mich networken die nicht. Die empfehlen nur weiter. Es gibt einen Unterschied zwischen weiterempfehlen und networken. Networken ist, wenn eine Person die Entscheidung trifft, mir 1000 zu geben. Das ist für mich networken. Alles andere ist, die empfehlen nur das Ding weiter. Wollen vielleicht 2-3 gehen, P6 gehen, P6 mal ein Teilzeiteinkommen haben. Aber als P1K mit 3-4 Personen, mit dem du auch mit dem du in dem Lex also arbeitest, wer waren die Follow-ups? Die Follow-ups identifizieren und einen Weg finden, die Leute nochmal auf einen Call zu bringen. Wie gesagt, wenn die auf einen Call kommen, am besten zu gucken, okay, mit der Person nochmal mit einer anderen Person connecten, mit einer anderen Person auf den Call bringen und so weiter. Das will ich auf jeden Fall machen. Okay, und zwar bei Leck A. So, das heißt, Follow-ups, Closing die letzten 1-2 Monate identifizieren. Und dann will ich auch das machen, und zwar top. Das kannst du am besten im kompletten Leck machen, nicht nur in dem Leck, in deinem kompletten Team, und zwar Top-Performer-Pipelines. Und zwar, wer sind deine Top-Performer bei dir im Team? Seit deinem P6, 150, weil guck mal, dein Top-Performer, weil die ja Top-Performer sind, die ja ganz andere Personen an, richtig? Das heißt, die Pipeline ist ja deutlich besser als ein Pipeline von einer Person, der gerade gelauncht ist. Von den Top-Performer geht mit dir seine Pipeline durch. Ja, jeden Namen, warum ist er nicht gestartet? Einfach fragen. Er hatte kein Geld. Er hatte so einen Weg finden, kreativ sein, irgendwie kreativ, wie er auf den Call kommt. Wenn er auf den Call kommt, ist er zu 50% gestartet. Den restlichen 50% machst du mit Follow-ups, Closing, Einwandbehandlung, Probleme lösen, Hebel, Dringlichkeit aufbauen und so weiter und so fort. Das heißt, Top-Performer-Pipelines. Und dann in jedem Leg würde ich auch machen, welche Sign-Ups sind dort offen. Und wenn es zum Thema Sign-Ups offen geht, Freunde, ich gebe euch so einen Tipp, weil ich merke, viele Personen können nicht terminieren. Das heißt, Beispiel, wir haben einen Sign-Up-Termin, aber die Person startet nie. Wieso? Weil die nicht terminieren können. Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Person spreche, er sagt mir, ich starte Ende des Monats. Das Dümmste, was du machen kannst, ist, wenn du erst Ende des Monats den Termin setzt. Das Dümmste, was du machen kannst. Das machen die Amateure. Die Profis machen jeden 7 Tagen einen Zwischencall. Ein Zwischencall. Ey, Bro, nächste Woche Montag gehen wir nochmal auf den Call. Ganz kurz. Musst du mal auf den Call sein. WhatsApp-Call. Kurz mit der Person connecten. Wieso?
mit der Person connecten. Ich sage euch gerade kurz, danach sage ich euch wieso. Wie gesagt, kurz mit der Person connecten, Beispiel, kurz kreativ sein, mit ihnen auf einem Team-Call gehen, mit ihnen vielleicht ein Go-Live mitzunehmen. Einfach niemals länger als 2 Wochen sollen die Leute auf deren Zeit noch warten. Wieso? Die werden zu 50% nie wieder starten. Ihr wisst es selber. Warum werden die nicht starten, werde ich dir das ganz kurz erklären, weil die Welt da draußen, die Leute sind verpeilt. Die sind verpeilt, wieso? Weil die sozialen Netzwerke bringen die Leute dazu, dass sie keine Entscheidung treffen, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass die immer verwirrt sind. Die sind immer verwirrt. Das heißt, Menschen, wir haben es nie gelernt, eine Entscheidung zu treffen. Das ist der erste Punkt. Und der dritte Punkt, der schlimmste ist, wenn eine Person dir sagt, dass ich am Anfang des Monats starte und du erst, wenn er Geld hat, mit ihm den Call macht, wenn er Geld hat und die Entscheidung kommt, die neuesten Nikes zu kaufen oder in sich zu investieren, dann wird die Entscheidung zwischen Hamburger und Cheeseburger ganz leichter sein. Das heißt, er wird zu 100% sein Geld anders ausgeben. Gar wieso? Weil die Leute haben es nicht gelernt, für sich zu investieren. Du musst es denen immer wieder daran erinnern, bis deren Geld kommt, ja? Bis sie Cash haben, bis sie das Problem gelöst haben, dass sie an ihrem Leben was ändern sollen. Wenn du länger als 2 Wochen wartest, ist Luft raus. Sag ich dir, wie es ist. Ab und zu WhatsApp-Calls und so weiter und so fort. Und das spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle, wenn es um Thema Terminieren geht. So, das heißt, das machst du hier auch, welche Sign-ups sind in dem Leg. Offen identifizieren und schon auch checken, dass die Personen, die gesigned werden, auch immer, wie gesagt, alle 7 Tage einen kleinen Impuls bekommen, dass sie auch wirklich starten. Weil sonst werden die das Geld für andere Sachen so ausgeben. Sag ich dir, wie es ist. Man kennt es. Vor allem in ein paar Zielgruppen hier auf diesem Call, wenn die Leute zu Hause sehen, dass deren Eltern Sofa, Fernseher auf Klarna kaufen, natürlich werden die auch so einen Scheiß machen. Die haben keine finanzielle Bildung, du musst verstehen. Leute checken selber nicht, was sie nicht checken. Das heißt, und das hier, diese Fragen machst du mit Leg A, mit Leg B, mit Leg C, damit du, du kannst erst davon Screenshot erstmal machen, zum Beispiel. Mit Leg A, mit Leg B und Leg C. Das machst du, damit du erst Überblick hast. Weil viele P1Ks sind noch nicht P2, weil sie noch zu sehr verwirrt sind. Zu sehr verwirrt. Weil es ist einfach zu viel ab P1. Zu viele Leute, zu viele Calls. Der im Lounge, der einfach mal das kurz mal deine Zahlen hast. Okay, dem Leg soll das gemacht werden, damit du erst Ruhe hast. Wenn du Ruhe hast und Gelassenheit hast, erst dann kannst du die guten Sachen anziehen. So. An sich, Freunde, ja, das sind eigentlich die Punkte, was ich dir mitgeben wollte. An sich hast du alles, was du brauchst, mit Zürich bis Zürich, alles zu haben und auch deinen Gameplan zu machen, um dein P2 aufzubauen. Die Frage ist, setzt du es um? Und die Frage ist auch, setzt es um, wie man es dir sagt, oder setzt es um, wie du es auch willst? Weil oft ist es so, wir bekommen den Blueprint, aber setzen es einfach genau um, wie wir es wollen, aber nicht, wie es an sich umgesetzt werden sollte. Ich merke sogar, der Call war die ganze Zeit nicht mal auf mich fixiert. Richtig lustig. So, die Leute, die auf YouTube gerade zuschauen, tut mir schon mal leid. So, mit dem Punkt würde ich ja sagen, Freunde, das war's mit dem Call erstmal. Wir werden jetzt ein paar...